Abend nicht nur für Genussspechte, sondern auch für einen ganz besonderen Zweck, einen karitativen. Die Männerkochrunde Trabocht lud zu einem Benefizgala-Abend mit guter Unterhaltung und einem genussvollen Abend bei Wein und einem 5-Gänge-Menü. Im Mittelpunkt standen unter anderem die Hobbyköche mit Unterstützung von Küchenchef Josef Baumann und seinem Team und die Benefizaktion, für die die Männerkochrunde ihre Kochlöffel schwingen ließ. Ja, unsere Gruppe gibt es seit dem Jahr 2005. Seit 2010 sind wir als ungemeldeter Verein bei der Bezirkshauptmannschaft Leoben registriert. Unser Motto ist, wir möchten Personen helfen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Wir haben mehrere Projekte, so wie dieses auch ist, schon durchgeführt. Unter anderem 2008 waren wir im Werkshotel in Donauwitz, 2010 im Stockschloss und 2011 und 2012 waren wir draußen in Löbenstein bei unserer Partnergemeinde in Deutschland. Der Reit- und Voltigierverein Schmidt gab dann den Auftakt mit einer tollen Darbietung und Geschäftsführer Werner Kachelmeier eröffnete den Abend. Da wünsche ich einen schönen Abend. Danke. Nicht nur an die 100 geladenen Gäste freuten sich über die kulinarischen Leckerbissen, sondern auch die Geschäftsführung über eine großartige Benefizveranstaltung, mit der das neue Projekt der Lebenshilfe unterstützt wird. Das Geld, was wir erhalten haben, also ist wirklich eine unglaubliche Summe, die wir da erhalten haben. Das sind 8.000 Euro und noch mit 3.000 Euro zusätzlich von der Wirtschaftskammer, 8.000 Euro eben von der Männerkochrunde erkocht und erwirtschaftet, wird verwendet für ein ganz wichtiges Projekt bei uns, und zwar ein Wohnhaus für junge Menschen. Das nennt man teilzeitbetreutes Wohnen. Das heißt, diese jungen Leute, die sind so zwischen 17 und 25 Jahre alt, lernen eigentlich oder werden vorbereitet auf ein selbstständiges Wohnen. Organisation in der Küche, aber auch Spaß darf bei der Männerkochrunde nicht fehlen. Auch wenn es nicht ganz leicht war, diesen Abend durchzuziehen. Ja, wir haben das Glück im Unglück gehabt. Unser Kochprofi, der Manfred Konrad, ist Anfang der Woche erkrankt. Und da hat es nachher dann spontan der Josef Baumann mit Christian Werzahl und als externer Koch der Wolfgang Hindringer bereit erklärt, diese Veranstaltung mit uns gemeinsam durchzuführen. Hätten die drei Männer nicht spontan Ja gesagt, wäre das Projekt heute nicht umsetzbar gewesen und wir hätten das müssen verschieben. Ein kleines Danke seitens der Kochrunde, dass wir seit einigen Jahren da herum in der Lebenshilfe in der Küche arbeiten dürfen. Und wer Appetit auf einen wunderschönen Galaabend bekommen hat, bekommt auch im nächsten Jahr wieder die Gelegenheit, mit der Männerkochrunde Trabocht für einen guten Zweck zu dinieren.